Hallo, ihr Gärtner da draußen. Märzzeit ist Tomatenaussaatzeit. Es ist nicht schrecklich schwierig, Tomaten anzubauen für den eigenen Balkon oder Hintergarten. Aber die wichtigsten Schritte solltet ihr beherzigen und die möchte ich euch jetzt zeigen. Wer die Wahl hat, hat die Qual. Das trifft bei Tomaten ganz besonders zu. Eine unwahrscheinliche Anzahl an Sorten gibt es, aus denen ihr Gärtner wählen könnt. Wenn ihr diese schwierige Entscheidung getroffen habt und eure Tomatensorte gefunden habt, ist es sehr weise, die Tomaten 20 Stunden vor der Aussaat in ganz normalem Kamillentee zu baden. Das bewirkt, dass die Samen quellen und leichter nachher Wasser aufnehmen und besser keimen. Ihr habt zwei Möglichkeiten, eure Tomaten auszusäen. Entweder nehmt ihr solch eine Aussaatschale. Das kann eine aus dem Gartencenter sein, es kann aber auch eine ausrangierte Fruchtschale sein. Denkt auf jeden Fall dran, dass Drainagelöcher sich am Boden befindet und überschüssiges Wasser auslaufen kann. Die Erde davon ist eine nährstoffarme Aussaaterde, ebenfalls aus dem Gartencenter, und die sollte aus Nachhaltigkeitsgründen torffrei sein. Die Möglichkeit 2 ist, die Tomaten in solchen Quelltöpfen auszusäen. Die Quelltöpfe werden für 5 Minuten im Wasserbad aufgeweicht und wachsen dann sehr schnell zu diesen frikadellenähnlichen Gebilden heran. Wenn ihr euch dieser Quelltöpfe bedient, kommen pro Quelltopf 2 Tomatensamen hinein. Die stärkere Pflanze bleibt nachher stehen. Mit solch einem Pikierholz, ihr könnt aber auch einen alten Kugelschreiber nehmen, werden Aussaatlöcher hier rein gestoßen. Die Tiefe des Tomatensamens ist etwa ein halber Zentimeter. So. Mit einer Pinzette nehme ich immer 2 Tomatensamen. Plopp. Immer 2. Plopp. Immer 2 nehmen. Plopp. Manchmal kleben die dann noch an der Pinzette. Da muss man aufpassen, dass man sie wirklich hier abstreift. Nun komme ich wieder mit meinem Werkzeug und verschließe das Loch. Drücke dabei leicht an. Der Tomatensame ist ein Dunkelkeimer. Das bedeutet, er möchte kein Licht haben während des Keimens, sondern abgedeckt sein. Deswegen mache ich das Loch wieder zu. Mit solch einem Stift funktioniert das prima. Die Tomaten kann ich natürlich auch in solch einer Saatschale aussäen, wenn ich keine Quelltöpfe habe. Auch hier mache ich dann wieder meine Löcher, etwa 2 cm auseinander, wieder einen halben Zentimeter tief, und kann mir hier so ein kleines Raster an Löchern in meiner quadratischen Saatschale anlegen. Und nun, wie gehabt, nehme ich dann mit der Pinzette immer 2 Samen, die ich dann in ein Pflanzloch tue, es verschließe, leicht andrücke, und damit habe ich dann die Tomaten ausgesät. Ganz wichtig ist es, denn ihr werdet nachher den Überblick verlieren, bei euren angezogenen Gemüsen das Etikett zu schreiben. Da gibt es eine Konvention in Gärtnerkreisen. Auf dem Etikett kommt oben das Aussaatdatum hin. Man lässt darunter Platz, um dann später das Pikierdatum, also das Vereinzeldatum oder Umpflanzdatum einzufügen. So hat man dann einen guten Überblick, was mit den Tomatenpflanzen wann passiert ist. An der Seite kommt dann die Sorte der Tomate. In dem Fall Weiße Königin. Das Pflanzenetikett kommt an unsere Quelltöpfe. Tomaten möchten es warm haben zur Keimung.
Einer der Gründe, weswegen Tomaten oft nicht keimen, ist, weil es ihnen zu kalt ist. Ich habe dafür extra ein beheizbares Anzuchtgewächshaus besorgt. Wenn ihr das nicht habt, tut es auch ein solches Zimmergewächshaus mit einem Deckel. Das kommt auf die Fensterbank, wo unten drunter sich der Heizkörper befindet. Ihr könnt vielleicht noch so ein Thermometer hineinsetzen und immer ein Auge drauf haben, dass die Temperatur 22 bis 25 Grad während der Keimung nicht unterschreitet. Die Quelltöpfe sind mit Wasser voll gesaugt. Das reicht für die ersten 2-3 Tage. Ihr sollt aber dran denken, dass die dann nachher immer wieder nachgegossen werden und feucht bleiben. Nach etwa 10 bis 12 Tagen sind die Tomaten gekeimt. Und diese hier, die sind schon ein bisschen gewachsen in der Saatschale. Die sind jetzt etwa 20 Tage alt. Diese hier sind etwas älter. Und hier befinden sich zwei Tomatenpflänzchen drin. Ich lasse immer das Stärkere stehen, das, was mir am besten gefällt. In dem Fall nehme ich das jetzt hier weg. Und diese Pflanze bleibt übrig und die wird dann nachher weiter wachsen. Immer nur eine Pflanze pro Quelltopf eben belassen. So sieht das Ganze dann aus. Diese Tomaten hier brauche ich nicht zu pikieren, weil sie ja im einzelnen Topf stehen. Diese hierhin wiederum sind jetzt alt genug, um pikiert zu werden. Pikieren bedeutet vereinzeln. Dazu benötige ich solch ein Vereinzelungsholz oder ein Essstäbchen oder einen ausrangierten Kugelschreiber. Beim Pikieren muss man unglaublich vorsichtig sein. Die Pflanzen können leicht zerbrechen. Man geht hin, fasst die Pflanze an einem von den Keimblättern, das sind die Keimblätter, die beiden, an. Mit dem spitzen Ende des Pikierstäbchens wird unter die Pflanze gehoben und man zieht sie hoch und hält sie am Keimblatt und mit zwei Fingern an den Wurzeln fest. Mit dem dicken Ende des Pikierholzes mache ich jetzt ein Loch in meine Töpfe. Die Tiefe kann bei den Tomaten durchaus etwas tiefer sein als die Wurzeln. Denn Tomaten wurzeln nachher auch am Wurzelhals. Mit dem Pikierholz kann ich die dann leicht runterdrücken. Somit habe ich Nummer 1 pikiert. Die Erde, die hier verwendet ist, ist keine Anzuchtserde mehr. Dies ist jetzt eine aus dem Gartencenter erhältliche Tomatenerde. Die ist schon aufgedüngt. Das bedeutet, dass die Erde schon Dünger hat, insbesondere Stickstoffdünger, damit die Pflanzen schnell und rasch groß werden. Diese Töpfe, die sind auf dem Schritt zur Tomatenpflanze natürlich nur eine Zwischenstation. Diese pikierten Pflänzchen, die werden in etwa 4 Wochen umgepflanzt werden, weil sie dann das gesamte Erstreich dieses Topfes ausgefüllt haben. Auch hier kommen sie jetzt wieder an einen hellen und an einen warmen Standort. Der kann aber jetzt unter 20 Grad liegen. 15 bis 20 Grad würde hier ausreichen. Hier habe ich euch jetzt Tomaten mitgebracht, die müssen dringend umgetopft werden. Die sind jetzt 3 Wochen alt und ebenfalls in den Quelltöpfen angezogen. Sie wachsen schon daraus raus und möchten dringend in den nächstgrößeren Topf. Ihr müsst euch dann entscheiden, wie viele Tomaten ihr am Ende braucht. Ich habe vor, einige davon nachher zu verschenken, aber schlussendlich braucht ihr im Garten nur eine überschaubare Anzahl. Zwangsläufig wird im Laufe von der Aussaat bis zum Pflanzen ein großer Anteil von Tomatenpflanzen immer wieder ausgesondert. Hier gehe ich jetzt hin, fülle meinen Vierecks-Topf etwa zu einem Drittel mit Erde, setze dann mein Tomatenpflänzchen hinein. Auch hier, es kann durchaus tiefer gepflanzt werden und fülle es dann mit Erdreich auf. Darauf achten, dass es schön mittig ist. Kurz auftackern, damit die Erde sich versetzt.
Wenn ihr die Tomaten einpflanzt, pflanzt sie ruhig tiefer ein. Einer der häufigen Fehler ist es, die zu hoch zu pflanzen. Tomaten können ruhig tief gepflanzt werden. Sie machen, anders als andere Pflanzen, am Stamm, am Ast noch Wurzeln. Der Vorteil bei der Aussaat im Quelltopf ist, dass ich, wenn ich sie jetzt umpflanze in den nächsten Topf, wie jetzt hier gerade, kein Umpflanzschock passiert. Denn die werden ja gewissermaßen von einem Topf in den mitwachsenden nächstgrößeren umgesetzt. Es kann allerdings passieren, dass bei euren Pikierlingen, weil ihr die ja mitsamt der Wurzel nackt herausnehmt, dass es da zu einem leichten Umpflanzschock kommt. In der Regel machen die Pflanzen das in den nächsten 2 Stunden wieder wett. Diese Tomatenpflanzen werden jetzt ebenfalls an einer hellen Stelle im warmen Zimmer weitergehalten. Sie werden sehr schnell wachsen, brauchen deswegen auch sehr viel Wasser. Idealerweise habt ihr einen Untersetzer hierfür oder ihr gießt immer direkt in den Topf hinein. Die Tomaten, die wachsen, brauchen viel, viel Feuchtigkeit. Oftmals haben wir das Gefühl, wenn wir in einen Raum reingehen, dass dieser Raum hell ist. Unser Auge und unser Gehirn ist in der Lage, eine Art Restlichtverstärker im Kopf zu betätigen. Solch ein Restlichtverstärker haben wir Menschen, aber nicht die jungen Pflanzen. Deswegen ist es für die Techno-Freaks unter euch ganz interessant, mal mit einem Lichtmesser zu messen, was wir als Licht hell empfinden. Solche Lichtmesser oder Luxmeter genannt, gibt es für unter 15 Euro und die reichen für uns Gärtner vollkommen aus. Sie sagen uns, wie viel Licht geliefert wird. Solch eine Jungpflanze von Tomate benötigt 30.000 Lux. Das ist die Menge an Licht, die geliefert wird. Es gibt auf dem Markt für wenig Geld, auch für 20 Euro, solche Birnen, die man in eine Bürolampe schrauben kann. Solche LED-Pflanzenwachstumslampen liefern die gewünschte Menge an Licht. Hier habe ich jetzt 30.000 Lux an dieser Stelle. Und wenn die Tomatenpflanzen von der Lampe etwa 12 Stunden diese Lichtmenge pro Tag erhalten, bleiben sie gedrungen, werden nicht lang und gakelig und kriegen eine richtig saftig grüne, dunkle Färbung. Die häufigsten Fehler bei der Tomatenanzucht sind, zu früh auszusäen. Denn dann haben wir die Tomaten zu lange in unserer Wohnung. Und sie werden zu groß, bevor sie ab dem 15. Mai ausgepflanzt werden können. Die Tomatensamen sind nicht warm genug gehalten. Mindestens 22 bis 25 Grad benötigen sie zur Keimung. Die Tomatensamen werden zwischendurch zu trocken. Deswegen immer fühlen, jeden Tag, dass die Tomatensamen genug Feuchtigkeit haben. Die Tomaten möchten pikiert werden oder nächst größer getopft werden, je nachdem, für welche Aussaatmethode ihr euch entscheidet. Deswegen plant schon, dass ihr etwa 3 Wochen nach der Tomatenaussaat Töpfe habt, Palettenkisten habt und auch genug Platz habt, wo dann die erste Charge der hochgetopften Tomaten dann gehalten werden. Das kann eine Herausforderung sein, wenn die Wohnung zu klein ist. Diese Tomaten hier, die werden noch einmal vor Mitte Mai getopft, etwa in 4 Wochen. Wenn ihr dann dabei seid, eure Tomaten zu topfen und zu pikieren, da könnt ihr auch schon mal überlegen, wie ihr die später halten wollt. Wenn ihr keinen Garten habt, sondern nur einen Balkon, könnt ihr natürlich auch Tomaten halten. Die kommen in einen mindestens 10, besser 15 Liter großen Container mit einer reichhaltigen Tomatenerde, mit viel Langzeitdünger. Aber auch nicht vor dem 15. Mai. Wenn ihr ein Gewächshaus oder einen Folientunnel habt,
der relativ geschützt ist und auch Frostfreiheit garantiert, könnt ihr natürlich vorher die Tomaten schon nach draußen in den Folientunnel oder ins Gewächshaus pflanzen. Ins Freiland, ins Hochbeet oder draußen ins Gartenbeet erst ab dem 15. Mai nach den Eisheiligen. Wenn ihr auch jetzt heiß auf das Anbauen von Tomaten seid, dann Daumen nach oben. Vergesst nicht, den Gartencoach zu abonnieren. Und wenn ihr Fragen noch habt zur Kultur von den Tomaten, schreibt die ruhig unten in die Fußzeile der Kommentare hinein. Ich versichere euch, der erste Tomatensalat, den ihr von euren Pflanzen im Juli, August geerntet und zubereitet habt, ist unvergesslich.